Gut, auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich komme gerade aus einer Vorlesung, und zwar einer Vorlesung, die auch dieses Online-Trainingscenter beinhaltet. Warum es das gibt, was wir alles Tolles damit machen können, das versuche ich in Expresszeit Ihnen jetzt schnell zu erklären. Und wenn Sie dann weitere Fragen haben oder das anwenden wollen, sage ich Ihnen auch nachher, wie Sie mich erreichen können. Gut, es steht schon drunter, vor ein paar Jahren habe ich ziemlich kurzfristig die Pharmazeuten und die Molekularmediziner in zwei unterschiedlichen Vorlesungen geerbt. Was ist überhaupt physikalische Chemie für die, die das noch nie in ihrem Leben damit zu tun hatten? Es ist natürlich für mich als Chemiker ultra spannend. Es sind Sachen wie Thermodynamik, Elektrochemie, Reaktionskinetik, also wie schnell irgendwelche Reaktionen ablaufen, Quantenchemie. Das sind die Sachen, wo die klassische Physik nicht mehr funktioniert. Und dann Anwendungsbereich Spektroskopie, wenn ich Moleküle untersuchen will und so weiter, Mikroskopie. Also wirklich spannende Sachen mit vielen Anwendungsbereichen. Und leider ist es so, dass meine Zielgruppe, die Molekularmediziner und die Pharmazeuten, das ein kleines bisschen anders gesehen haben. Und man musste sich jetzt etwas überlegen, wie ist nämlich der Studiengang aufgebaut. Und da gab es nämlich auch ein Anlass, warum ich auf die Idee zum Online-Trainingscenter gekommen bin. Es geht gleich im ersten Semester los, haben wir schon mal das erste Problem. Die sind bunt gewürfelt, manche hatten bis zum Abitur Chemie, manche nicht. Die haben gleich im ersten Semester allgemeine Chemie, physikalische Chemie, Physik, alles zusammen zum gleichen Start, und man muss die irgendwie auf einen Nenner bringen. Früher war es dann so, dass die nach dem ersten Semester noch eine Klausur geschrieben haben. Da die aber so vollgepropft sind, ist die Klausur mittlerweile gestrichen. Das Problem oder die Herausforderung für mich ist, ich muss die jetzt motivieren, über das Praktikum hinweg noch das zweite Semester auch zu lernen, und am Ende kommt dann wupp, der Hammer. Und wer Mediziner kennt, ich weiß nicht, ob heute welche da sind, ich versuche auch keine Witze zum Lernverhalten von Medizinern zu machen, aber Sie kennen ja diesen Witz mit dem Telefonbuch. Das funktioniert nur bei uns nicht, weil bei uns ist auch sehr viel, ja, man muss auch ziemlich viel verstehen, dann muss man ziemlich wenig lernen, wenn man regelmäßig immer so seine kleine Dosis mitlernt. Das heißt, man braucht irgendwie einen Anreiz, dass die nach jeder Vorlesung das Lehrbuch hernehmen, Übungsaufgaben lösen und dann am Ende super in unser Praktikum reingehen und auch sicher wieder rauskommen und auch dann am Ende sicher durch die Klausur durchgehen. Bei den Pharmazeuten ist es ähnlich, da gibt es allerdings noch die erste Teilklausur, und die haben auch nur das halbe Programm, das heißt, die starten im zweiten Semester oder haben dann das Teilklausur, dann das Praktikum und dann nochmal eine Teilklausur. Aber trotzdem auch bei den Pharmazeuten ist es so, die haben zwar im ersten Semester allgemeine Chemie, bestehen aber oft im ersten Semester noch nicht, können aber im zweiten Semester bei uns weitermachen, und dann haben die auch bei uns wieder Probleme. Und es ist schon ganz oft passiert, dass ich dann kurz vor der ersten Teilklausur irgendjemand in der Bibliothek begegnet bin und wir grüßen uns freundlich und der Student sagt fröhlich, ich habe mir jetzt das Lehrbuch ausgeliehen, und dann denke ich, oh, in zwei Wochen ist die Klausur, das wird spannend, 1000 Seiten noch schnell reinzuziehen und auch zu verstehen. Deswegen braucht man eine Motivation, irgendwie muss man einen Anreiz schaffen, dass sie regelmäßig mitlernen. Natürlich, die Vorlesung habe ich mittlerweile dank FBZHL und den ganzen Programmen auch entsprechend umgestaltet. Kann ich gerne an einem anderen Tag der Lehre dazu erzählen, was erzählen, wie man Studenten aus der Reserve locken kann, auch wenn es viele sind. Das mögen die oft nicht, aber es macht mir sehr viel Spaß. Und am Ende im Feedback ist es dann auch so, dass die meisten es dann auch einsehen. Also auf jeden Fall gibt es vorlesungsbegleitende Übungsaufgaben, und als wir losgelegt haben damit, können Sie sich überlegen, okay, wir bieten Ihnen, genauso wie wir gerade gesehen haben, Übungsaufgaben auf StudOn an. Ein paar Studenten machen es. Die meisten sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit, mache ich am Ende. Und am Ende sagen die, oh, boah, das sind so viele Übungsaufgaben, das schaffe ich gar nicht mehr. Mussten wir uns was einfallen lassen? Wir haben eine Lösung und sie funktioniert. Kann ich schon mal so viel sagen? Zum anderen ist natürlich für mich sehr praktisch, dass wenn die regelmäßig mitmachen, ich natürlich über StudOn ein Feedback bekomme, wie gut sind die gerade drauf, wo sind die Probleme, weil dann kann ich aktuell in der nächsten Vorlesung nachjustieren. Vielleicht habe ich ja auch einen Fehler gemacht, irgendwas schief erklärt, dann kann ich da entsprechend nachkorrigieren, und so wird auch die Vorlesung von Zeit zu Zeit immer besser, wenn man sich anpasst und sieht, was ist aktuell so am Brennen.
Und dann kann man auch die Vorlesung so ausrichten, dass man jetzt nicht mit irgendwelchen langweiligen Themen ankommt, wo jeder sagt, kalter Kaffee kenne ich, sondern wirklich das, was wirklich die Studenten noch beschäftigt, nochmal entsprechend erklären. Gut, was haben wir also für Maßnahmen gemacht? Es gibt zum Glück StudOn. Und mit StudOn, das ist eben mein Lieblingstool, eigentlich fast seit der ersten Stunde sind wir da mit dabei. Mittlerweile unser ganzer Lehrstuhl wird über StudOn organisiert, sehr zum Leidwesen anderer Kollegen, aber die müssen mittlerweile mitmachen, weil alles ist auf StudOn. Gut, beim Online-Trainingscenter, das ist eingebaut in dem allgemeinen Kurs mit den Vorlesungsmaterialien, haben wir einfach verschiedene Ordner eingerichtet. Zu jeder Vorlesung gibt es dann Übungsaufgaben und das Tolle ist, wenn das einmal eingerichtet ist, muss man dann nur einmal pro Semester sich nochmal schnell durchklicken, die Daten verändern, dann wird automatisch das immer wieder dazu geschalten, dann muss man gar nicht jede Woche so viel mehr machen. Es ist einmal ein größerer Aufwand, wenn das dann alles drin ist, dann kann man sich entspannt zurücklehnen und ich lehne mich zurzeit entspannt zurück, weil es jetzt das dritte Jahr, wo wir das machen und jetzt kommt so langsam die Genussphase, wo das funktioniert und man nicht nochmal neu irgendwas zusammenklicken muss. Außer es tritt mal wieder ein kleines Problem auf, aber die Herausforderungen müssen natürlich auch dabei sein. So, was machen wir? Also ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wie man das einstellt. Hier nochmal, weil unsere Kollegen ganz oft fragen, einfach beim Ordner auf Verfügbarkeit klicken und dann können Sie einstellen, wann der Student was sehen soll. Wenn man dann in diesem Ordner drin ist von einer Vorlesung, dann sieht derjenige in der folgenden Woche einfach ganz normal altmodisch eine PDF-Datei mit klassischen Übungsaufgaben. Ja, früher, mein Vorgänger hat auch einfach Übungsaufgaben ausgeteilt und in der nächsten Woche die Lösungen und dann sollten die Studenten trainieren. Nur wir wissen selber, wenn da kein Druck dabei ist, dann sammeln die alles ein und am Ende gucken die mal drauf. Und ich will ja wirklich, dass die das auch in der Woche gleich im Anschluss machen. Wie wir das realisiert haben, kommen wir gleich drauf. Auf jeden Fall, die sehen das, klassische PDF-Datei mit klassischen Lehrbuch-Übungsaufgaben. Und jetzt haben wir hier im Prinzip einen Test eingebaut, die Lösungskontrolle, da steht nochmal die Frage und dann in der Regel als Lückentext einfach, haben wir das hier genau als Beispiel, einfach hier die Antwort, das heißt man sollte irgendwas ausrechnen, also was ausrechnen und dann entsprechende Antwort hier eintragen. Dank des numerischen Lückentexts kann man auch angeben, in welchem Intervall man die Lösung akzeptiert und auf jeden Fall bekommen dann schon mal die Studenten so eine Idee, ob vom Zahlenwert her das Ergebnis passt. Heißt noch lange nicht, dass sie richtig gerechnet haben, kann auch zufällig so sein, aber wir kriegen zumindest schon mal so ein Feedback. Erstens, haben sie es gemacht und zweitens, was für ein Ergebnis kam dann raus. Wenn die mitgemacht haben, die Studierenden, dann ist Folgendes, dass sie auch in der nächsten Woche die Lösung sehen können. Das heißt, es können nur noch, wir motivieren die Studenten zum einen schon mal damit, dass nur wer die Lösungen in der Woche, die der Vorlesung folgt, eingetragen haben, dann die erst in der darauffolgenden Woche wiederum eine PDF-Datei sehen können, wo der Lösungsweg skizziert ist und wo man auch sieht, welche Formeln man wie umgestellt hat. Und wie gesagt, die Leute, die nicht mitgemacht haben, sehen auch gar nicht diese Lösung. Natürlich ist klar, man kann natürlich einfach einen fragen, der mitgemacht hat, aber wir haben noch weitere Möglichkeiten gefunden, die Studierenden dazu motivieren sollen und auch wirklich motivieren, das zu machen. Die zweite Sache ist die, dass bei den Pharmazeuten im Staatsexamen Multiple-Choice-Fragen grundsätzlich durchgehen, weil sonst funktioniert natürlich das Konzept nicht. Aber dank FBZHL und Planung einer Vorlesung funktioniert das super. Das heißt, wir haben hier auch MC-Fragen mit drin. Und wenn eine MC-Frage ultra schlecht ausfällt, dann wandert die automatisch in den Wiederholungsteil der Vorlesung. In der Regel haben wir da immer die Kategorie die beste MC-Frage, die schlechteste MC-Frage und dann besprechen wir das auch hier nochmal im Detail. Gut, auch hier kann man natürlich wieder einstellen, Verfügbarkeit und was viele immer nicht kennen, zumindest die Kollegen bei uns in der Chemie, fragen mich immer, man kann hier einfach bei Verfügbarkeit Vorbedingungen anklicken und dann kann man einfach sagen, okay, diese PDF-Datei mit den Lösungen kann man nur sehen, wenn man in der Woche davor seine Lösung eingetragen hat und sie zumindest beendet hat. Sie muss nicht richtig sein, die Lösung, kann man natürlich auch einstellen, dass man einen gewissen Prozentsatz erreicht haben soll. Aber ich bin schon froh, wenn man es sich angeguckt hat,
was eingetragen hat und dann bekommt man hier auch die Lösung angezeigt. Ist natürlich klar, dass man hier die Lösungskontrolle dann so einstellen muss, dass die eben nur genau eine Woche Zeit haben, ihre Lösungen abzugeben und danach sehen die dann hier die Musterlösung sozusagen. Gut, und dann, das Tolle für mich ist natürlich, ich sehe dann am Ende, wie gut oder wie schlecht die in der Woche waren und kann dann auch gegebenenfalls in der Vorlesung nochmal auf gewisse Punkte eingehen. Genau, und ich kann mir natürlich, ich habe jetzt mit Absicht hier das Feld grau gemacht, kann mir natürlich jeden angucken und mittlerweile ist es bei uns schon so weit, dass ich meinem Chef ja im Prinzip eine Prognose geben kann, wie die Klausur ausfällt. Also die Klausur bei uns ist noch weiterhin in Papierform, aber ich bin ziemlich gut im Abschätzen mittlerweile, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, erstens wer ganz gut abschneiden wird und wie viele Probleme es gibt. Das heißt, es gibt eigentlich für uns keine Überraschungen mehr und wir bieten auch den Studenten vorher an, kommen Sie vorbei, wir gucken uns Ihren Kontoauszug an, ich kann Ihnen ganz genau sagen, was Sie noch machen müssen. Ist ein ultra super Vorteil, denn bei der Klausureinsicht sind früher bei meinem Vorgänger und auch bei mir in der Anfangsphase oft Tränen geflossen. Ja, dann konnte ich auch Pharmazeuten mal das Päckchen Tempotaschentücher geben. Das fanden die da in dem Moment aber auch nicht so lustig. Deswegen, das ist mittlerweile weggefallen. Mittlerweile steht auch, wenn wir gleich im Feedback sehen, drin, dass da nicht mehr, es steht nirgendwo mehr drin, ich habe ja nicht gewusst, was ich lernen muss oder damit habe ich nicht gerechnet. So eine typische Beispielaufgabe hier, stammt auch aus dem Lehrbuch Chemie für Mediziner. Eigentlich geht es ums allgemeine Gasgesetz. Man soll halt einfach aus verschiedenen Angaben hier die Kosten für eine Vollnarkose berechnen. Und vielleicht sagen Sie, na gut, wenn man hier diese Lückentextaufgabe hat und diejenigen nur Zahlenwerte eintragen, dann weiß ich ja gar nicht, wo der Fehler bei den Studenten liegt. Sehen wir uns mal an, was so bei dieser Aufgabe für verschiedene Antworten am Ende zu einzusehen waren. Manche Leute haben 4,94 Euro rausbekommen, dann gab es Leute, die haben 49,40 Euro rausbekommen, dann gab es Leute mit 494 Euro und wir hatten auch die Premium-Variante für 4.940 Euro. Also man kann sehr wohl sagen, es lag eigentlich nicht daran, dass diejenigen nicht die allgemeine Gasgleichung gekonnt haben, sondern es lag einfach daran, wie rechne ich meine Einheiten richtig um und dann kann man in der nächsten Stunde nochmal hingehen und sagen, passen Sie auf, da können Sie ein großes Gewinn- oder Verlustgeschäft machen, je nachdem wie Sie hier rechnen, aber Sie sollten natürlich am Ende auf die richtige Antwort kommen, wenn Sie richtig rechnen und das Umrechnen von Einheiten hat Ihnen vielleicht in der Schule schon nicht gefallen, aber jetzt, spätestens jetzt, müssen Sie es können, weil sonst kann das fatale Folgen für Sie haben. Gut, jetzt ist natürlich die spannende Frage, es gibt natürlich immer welche, die sagen, naja, dann hole ich mir die Lösung von irgendjemand anders. Gut, können wir auch nichts machen, aber wir haben natürlich am Ende das Power-Tool StudOn zur Verfügung und das Ganze muss natürlich so attraktiv sein, dieses Online-Training-Center, dass da noch so viele andere Sachen drin sind, dass die Leute scharf sind, in diesem Kurs drin zu bleiben. Weil wer zweimal nicht mitmacht, dem sein StudOn-Zugang wird bei uns einfach gnadenlos gesperrt. Er möchte das Angebot nicht nutzen. Und ich kann Ihnen sagen, Anfang des Semesters passiert das zwei Studenten, die das einfach den Ernst der Lage nicht erkennen. Denen wird kurzzeitig der StudOn-Zugang gesperrt. Die kommen dann an. Ich schreibe mir dann die StudOn-Kennung auf und lege ein gutes Wort beim Administrator ein, der ich rein zufällig ja auch bin. Aber also wichtiger Tipp an Sie, Sie dürfen das auch nicht zu schnell aktivieren, da muss so eine kleine Barriere noch mit drin sein. Also es ist auf jeden Fall, wir schmeißen keinen mit Absicht raus, aber es zieht, weil wenn der StudOn-Kurs gesperrt ist, haben die auch keinen Zugriff auf Vorlesungsmaterialien und alles andere. Denn was haben wir noch drin? Wir haben mittlerweile angefangen, auch einen Grundwissen-Fitness-Test einzurichten. Da haben wir gerade zwei sehr motivierte Lehramtsstudenten, die wir über das Quiz-Projekt eingestellt haben, die da richtig motiviert alles mal zusammenfassen, was man in der Schule kennen muss und auch Tests entsprechend einstellen. Dann haben wir ein Forum mit einer Full-Support-Garantie, wenn man zur letzten Vorlesung eine Frage stellt oder irgendwas nicht klar ist, man kriegt auf jeden Fall die Antwort. Die sind überrascht, wie schnell das bei uns funktioniert. Man bekommt sie auf jeden Fall, wenn man zur letzten Vorlesung eine Frage stellt. Das
soll allein schon der Anreiz dazu geben, man kann ja nur Fragen stellen, wenn man sich auch damit beschäftigt hat, worum es in der letzten Vorlesung geht und nicht erst kurz vor der Klausur dann anfangen. Dann haben wir, was bisher geschah, die Rubrik mit drin mit Checklisten, Tipps und Tricks, also im Prinzip so Stichwortlisten, was muss man alles wissen und auch die häufigsten Fehler und Tücken, die so bei Klausuren bisher aufgetreten sind, da tritt einiges immer wieder auf und deshalb haben wir dieses Jahr zum ersten Mal die Kategorie mit drin. Ich bin mal gespannt, ob dann gewisse Klausurfragen einfach besser sind. Dann haben wir natürlich so FAQ-Bereich, was ist häufig gefragt, zum Beispiel die Frage, warum verschwinden die MC-Fragen wieder nach einer Woche? Das haben wir auch so eingerichtet, dass die natürlich eine Woche Zeit haben, das zu trainieren und danach verschwinden sie einfach aus dem Grund, damit die motiviert sind, jede Woche mitzumachen. Wenn die clever sind und bei Stuttgart ein bisschen gucken, können die auch feststellen, dass sie sich einfach die MC-Fragen ausdrucken können und können die auch noch unendlich oft trainieren. Wenn die in den FAQ-Bereich reinschauen, steht das auch drin. Wir wollen natürlich die Studenten motivieren, da reinzugucken, deswegen gibt es auf jeden Fall diesen Bereich. Und immer wenn neue, häufige Fragen auftreten, packen wir die da rein, dann sind alle glücklich und zufrieden. Dann natürlich die Uni-Bibliothek haben wir mit vernetzt, also man muss nicht lange mehr suchen nach irgendwelchen Büchern, einfach auf den Link klicken. Zusatzmaterialien zur Vorlesung, also im Prinzip die PowerPoint-Folien sind verfügbar. Dann haben wir immer gegen Ende die Aktion 120 gegen 1 bei den Pharmazeuten. Kann man auch nur mitmachen, wenn man auf Stuttern ist. Man trägt einfach in ein Forum alle Fragen ein, die man noch hat vor der Klausur. Und wenn der Jahrgang ziemlich clever ist, dann kann der mich natürlich ziemlich gut einengen, weil ich suche mir natürlich dann Fragen aus, die vielleicht auch so in der Klausur drankommen. Wenn es ein guter Jahrgang ist, dann kann der es ziemlich gut machen. Also Teamwork ist da gefragt, wenn die noch ziemlich Einzelkämpfer sind, dann fragen die halt irgendwas. Ich antworte, suche mir ein paar Fragen aus und dann wissen die genauso viel wie vorher auch. Aber das macht immer ziemlich viel Spaß, 120 oder wie viel es halt gerade sind, Studenten gegen eins, also der eine bin dann ich. Dann Abstimmung oder so, wenn ich merke, es grummelt gerade, es ist irgendwas am Brennen, läuft natürlich auch über Stuttern. Die Studenten merken also, sie können aktiv die Vorlesung mitgestalten. So, solche Sachen wie Online-Voting haben wir auch schon ausprobiert oder eben solche MC-Fragen auch mal in die Vorlesung mit eingebaut, wo wir dann gleich sofort sehen, wie gut oder wie schlecht gerade alle drauf sind. Oder wir haben auch immer noch so einen kleinen Teaser auf die nächste Vorlesung. Wer mich von der langen Nacht der Wissenschaften kennt, weiß, dass bei uns auch immer ein bisschen Anwendungsbezug da ist und dass es auch ein bisschen Spaß machen muss. Chemie. Gut, Full Support Support hier habe ich ihn gerade schon erwähnt, die gibt es eben, wenn man das ganze Programm durchmacht, kann ich auch wirklich die Hand ins Feuer legen, dass derjenige durch die Klausur durchgeht. Wir hatten das noch nie, dass dann einer durchgefallen ist. Es gibt manche Leute, die eben einen Punkt irgendwie auslassen oder das nicht ernst nehmen. Okay, dann ist derjenige selbst schuld. Abschließend, ganz kurz, das Feedback ist natürlich super. vielleicht hier, es gab nur einen, der hier bei den letzten Pharmazeuten ein bisschen gemeckert hat. Also ich fand das auch super, dass die meisten, wenn man das wirklich ankündigt, warum man das so streng macht, dass der Kurs gesperrt ist und das begründet, dann die meisten erkennen es dann auch an, spätestens nach der Klausur, wenn es geklappt hat, dass sich das Ganze lohnt und dass man eben dazu gedrängt wird, regelmäßig mitzulernen. Es gibt natürlich auch welche, die, das wird immer so auftreten, die natürlich drüber meckern, dass man rausgeschmissen wird. Ist halt so, aber ist natürlich auch schön, wenn nichts geändert werden soll, hatten wir auch. Gut, die meisten sagen, das Angebot ist eben super für die Klausurvorbereitung geeignet. Der eine, der gesagt hat, nein, man braucht es nicht unbedingt. Ich weiß natürlich nicht, ob der durch die Klausur durchgekommen ist. Ich hoffe es auch für ihn. Auf jeden Fall ist das eigentlich ganz gut. Wir haben leider noch nicht so viele Klausurergebnisse, wo wir das mit testen konnten, aber zumindest der Trend, also 2014 war das noch freiwillig und jetzt mit der Druckvariante sieht man, dass es auch höhere Punktzahlen gibt. Müssen wir abwarten. Es kann natürlich auch sein, wie Wein, es gibt gute Jahrgänge und schlechte Jahrgänge, dass das gerade ein besserer Jahrgang war, aber das behalten wir im Auge. Ziel ist es natürlich, dass wir möglichst mehr Studenten gleich im Anhieb dadurch bekommen. Ideen gibt es viele für die Zukunft und wenn Sie Fragen haben, können Sie mir einfach eine E-Mail schreiben. Dann helfe ich gerne weiter. Gut.